Und damit herzlich willkommen zum 10. Spieltag. Genau, 10. Spieltag. Wir haben es geschafft. Wir sind Dritter geworden. Der TPL Season 6 Branavats Division. Wir haben nichts mit der Aerodactyl zu tun, weil die sind schund. Wir sind cool. Und heute geht es gegen Party Till Dawn Knight, Shiny und TJ. Ich glaube, zumindest wahrscheinlich wird du Shiny spielen. Wir hatten TJ im Hinspiel. Dann passt das auch ganz genau, dass wir gegen jeden einmal gespielt haben. Wir haben das Hinspiel gewonnen und wir. Das bin Icke und das ist Skylani. Hallo Sky. Hallo, Hello. Skylani, wie geht's dir? Gut. Schön. Ausgeschlafen? Nö. Okay, cool. Ja, wir gehen heute ins. Endeffekt kann man schon sagen, wir haben das eine Ergebnis schon, was passiert ist in der Division. Deswegen kann man sagen, wenn wir heute verlieren, haben wir, glaube ich, keine Chance mehr, Champions zu werden. Deswegen müssen wir heute sogar gewinnen. Wir sind unter Druck, Sky. Ist dir das bewusst? Dem bin ich mir bewusst. Krass, cool. Dann starte doch einfach mit dem ersten Pokémon. Mit dem ersten Pokémon zu starten. Ja, wir fangen an mit Corviknight. Corviknight, wir spielen wieder Mirror Armor in der Hoffnung, dass Krug wieder den Bedrohler dabei hat. Wir haben langweiligerweise das gleiche Set wie beim letzten Mal genommen mit Body Press, Iron Head, Iron Defense und Roost, weil das Set ganz gut war und das auch unser einziger Kyurem-Check so wirklich ist. Und der kam letztes Mal Specs mit und den hat Buzz wohl dann ja rausgenommen, aber der ist, ich spoilere es mal, diesmal gar nicht dabei. Hast du gespoilert? Sky, sowas machen wir doch nicht. Ja, ich spoilere euch einfach das nächste Pokémon. Es ist Agrostella. Giftschleim, Regenerator, also Belebekraft. Wir haben den Dunkelnebel dabei, den Abschlag, die Matschbombe und das Siedewasser. Ihr seht es, es ist noch ein defensives Pokémon. Es ist speziell so physisch ein bisschen investiert, ist so einiges aushalten und Suicune, Dunkelnebel. Dankeschön. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Den hatten wir im Hinspiel nicht mit. Wir haben, by the way, nur Corviknight, also Kramor, vom Hinspiel dabei. Deswegen seid gespannt auf Pokémon Nummer 3. Genau, wir haben unser gutes Keifel dabei. Wir spielen es diesmal zwar mit Evolite, aber etwas offensiv. Full KP, Full Attack, Ice Shard, Icicle Crash, Earthquake und Stone Edge. Ja, ist offensiv. Mehr hast du nicht zu sagen. Ist ja dir so Nö. unwichtig geworden. Nö, aber erst, wir müssen ja noch nicht mehr verraten. Vielleicht kommt ja noch die große Überraschung. Die große Überraschung ist, glaube ich, das nächste Pokémon. Es ist Root. Es ist mega Stardust. Das haben wir uns geholt. Es ist goldig und ich liebe es. Erdbeben, den Gyroball, Curse und den Tarnstein. Das heißt, es ist so, glaube ich, du hast so gemeint, das ist so ein normales Mega Stardust-Set. Aber so ein Gyroball, da will ich nichts reinbekommen eigentlich. Und ich liebe den. Geil, dass wir den gepickt haben. Root ist dabei und Pokémon Nummer 5. Ist. Die Zunge der Macht, Licky Licky, unser Gengar-Switcher. Die Zunge der Macht. Geil, Wir Entschuldigung. spielen Wish Protect, damit wir unsere Sunset auch mal hochhalten können. War ja Kritikpunkt damals, dass wir keinen Wish Support haben. Haben wir aufgenommen, natürlich für unsere Kritiker. Haben wir jetzt dabei. Knockoff für Gengar und den T-Punch, weil Suicune da halt sonst relativ for free reinkommt. Wir sind voll speziell defensiv, damit wir Scarf Gengar mit Focus Blast checken können, Specs Gengar. Haben wir halt kein Switchen rein. Mal gucken, ob der Scarf oder Specs. Ja, also mir egal, was mit Gengar passiert. Ich weiß, dass wir nach fünf defensiven Monstern uns gedacht haben, komm, lass mal Caporigi mitnehmen. Das ist Überresten Caporigi. Ihr denkt euch Überresten Caporigi, ja. U-Turn, Zauberschein, Donnerblitz und Hidden Power Boden. Genau, die Kraftreserve Boden ist dabei. Der ist so investiert, dass wir immer outspeeden, obwohl wir nicht Timid spielen, sondern Modest. Wir outspeeden alles außer Scarfer. Deswegen ist Caporigi so geil. Wir hatten ihn schon mal in einer Season. Aber ich glaube, jetzt reißt er mehr. Und es geht gegen das Team Party to Dawnland, haben wir schon gesagt. TJ und Shiny sind dabei. Sie haben Kyurem, Megapinsir im S. Das ist ihr Switch gewesen. Megapinsir, Gengar Suicune, Zytomega im A. Lavados, Rabigator und Magnezone ist der zweite Switch. Von den beiden Bundabill, Miltank, Smogmog in C, Smogmog war ekelhaft im Hinspiel und Flunschlick, ich glaube, der kommt safe heute mit. Der ist widerlich und könnte einiges gegen Caporigi ausüben. Deswegen mal gucken, was passiert. Geil, letzten Worte, bevor es losgeht. Ich bin gespannt, wie dieser Kampf heute hier abläuft. Ja, es geht um einiges. Bis gleich. Und es geht los. Es ist sehr wichtig heute. Wir müssen einiges holen. Dann nehme ich einen Sieg. Es geht los. Er hat. Kein Kyurem, aber Gengar. Ich habe gerade nur fünf Mons gesehen, weil dieses Flinchlick da ist.
Ja, aber ja Ja, klar. Gengar war ja schon, ne? Das haben wir ja schon irgendwie bedacht. Gengar. Schreibst du hier dieses Obligatorische? Magnus Sohn könnte hier dieses Wechselhöhen-Scheiß haben. Hä? Was steht da? Die haben ja nicht mal die Mega mit. Oh, Buzzword hätte wieder so nett ausgesehen. Guck dir mal, was steht denn da? Warning. One player isn't adhering to a five. Yep. Schreib mal ja. Hä? Was ist hier los? Rabigator. Mit was willst du leaden? Warte mal, ich gucke gerade, ob der Fehler bei uns ist. Ne, muss aber ihn liegen. Unser Team ist valide. Ist valide, ja. Da hat er TJ wieder getrollt, weil es ist eine Schelle. Sagen wir ja, oder? Müssen wir ja. Müssen tun wir gar nichts. Ja, okay. So, es gab gerade einen kurzen Cut. Ihr habt ja gelesen, was da stand. Wir haben natürlich zugesagt, dass er das darf. Hat er jetzt be beschissen, dann schieben wir es darauf, wenn wir verlieren sollten. Ja, jetzt können wir ganz kurz reden, weil ich habe mir jetzt sogar alle Mund schon aufgeschrieben. Was denkst du, was passiert, mein Freund? Weil, also ich kann mir vorstellen, dass Magma so vielleicht diese Wechselhülle-Scheiße hat, dass Kramo nicht rauswechseln kann. Oder kann er durch U-Turn dann rauswechseln? Ja, Ja, kann er, ne? das kann er. Panzer, das war immer eine gute Trap gegen Panzer Aeron, so war das, Ja, aber genau. die Trap gegen Steelix ist halt doppelt scheiße. Ja gut, aber der hat vielleicht ein, ja, der kann irgendwie Surfer oder sowas, also Hidden Power oder sowas haben, aber sonst macht er ja nicht viel gegen Steelix. Ich glaube, er liegt mit Krug. Ja, habe ich auch gedacht, ja. Dann wäre rein theoretisch, weil der sieht doch gar nicht so bad aus gegen uns, ne? Krug macht nichts gegen Corviknight. Ja, aber wenn die jetzt in Magnus Sohn gehen und wir können nicht Ich glaube, rauswechseln. ich würde mit Steelix lieben. Okay, cool. Gehe ich. Mit Smogmog. Weezing. Der war ja im Hinspiel der dezent nervig. Deswegen bin ich froh, dass der jetzt schon da ist. Aber wir machen halt nicht. Ist bei dir schon was? Ja. Bei mir ist immer noch der Start. Okay, soll ich eine Bildschirmübertragung machen, mein Ne, warte Freund? mal, ich aktualisiere mal eben. Soll ich eine Bildschirmübertragung machen? Nein, warte mal, warte, warte, Okay, warte. dann Jetzt mal. sind wir drin, okay. Okay, gut. Er kann halt belohnen, ne? Würde ich nicht gern sehen, wenn ich ehrlich bin. Und ein Flammenwurf macht auch genügend Schaden. Ich hätte, glaube ich, Licky Licky da gern drin, wenn ich ehrlich bin. Suicune ist, by the way, nicht mit bei. Gar nicht wahrgenommen. Das ist richtig gut. Aufsetz-Scheiß, das ist nur Zytomega da, der sich aufsetzen kann. Der will nicht unbedingt einen Abschlag kriegen. Also ich bin der Meinung, wir gehen in Schlubleck. Der kann einen Burn Nee, vertragen. den können wir nicht anschippen für Gänger. Ja, aber was willst du denn jetzt in einen Willow reinschicken? Case. Was? Keifel? Toxapex. Toxapex einfach. Okay. Wir brauchen eh nicht mehr zukünftig dabei. Ja, also. Jetzt können wir free knocken. Ja, bin ich dabei. Nock ist gut. Nock macht Spaß. Was kommt jetzt rein? Einfach Zytomega? Oder bleibt er immer drinne? Was hat er? Beulenhelm? Letztes. Nee, was hat er gehabt? Ich weiß gar nicht mehr, was er für ein Item hat. Das hat Giftschleim, glaube ich, ne? Einfach, dass er sich hochheilt. Eieieiei. Ja, letztes Mal gespielt Willow, Painsmith, Taunt und Flamethrower. Nee, das ist von TJ. Was er gespielt hätte. Ja, und das war jetzt TJ Ja, aber Team, das ist ne? ja nicht das Team, was Team. Wir haben ja letztes Mal gegen TJ gespielt, aber das Team von Shiny. Und jetzt spielen wir gegen Shiny. Genau. Ja, dann
Ja, aber das ist doch das Team, was er damals hätte gebracht, wenn er dabei gewesen wäre. Nee, weil Shiny spielt er jetzt. Ja, aber das ist auch Shinies Team. Die haben gegen TJ gespielt, der mit Shinies Team gespielt hat. Ja. So, und jetzt spielen wir gegen Shiny. Deswegen passt es doch, das zu sehen. Ja, aber Suicune ist nicht bei. Also es ist nicht dasselbe. Nee, genau. Lycanroc ist auch nicht Gut. dabei, aber das Freezing Set. Oh, Batz. Ja, das das macht nicht viel. hat er gehabt. Überreste. Leftovers. Alles gut. Ja, ist halt das Ding. Ist halt, wir können, glaube ich, da nicht vorbeigehen, weil es hat wahrscheinlich Regenerator. Wir können jetzt Aufsetzen. in Corviknight gehen. Der kann ja nicht Donnerblitz oder so. Ja, wir sind speziell defensiv, kein Step. Du bist immer so positiv. Der ganzen, aber ein Donner ist, der kann Donner. Der macht ungeboostet, wenn der nicht mal speziell offensiv ist, 50,1 bis 59,3. Können so ein Call machen. Hä? Nee, der ist der Leftovers. Ja, aber ja gut, ja, dann bauen wir das da halt Leftovers hin, aber ist immer noch 45,6, ohne sich zu boosten mit Boost. Er sieht so, wie dadurch, dass wir keinen Dark-Type haben, sieht so relativ Ja. blöd aus. Oder wir gehen in. Aber Steelix ist auch nicht gut, weil der macht der Gyro-Ball macht halt auch nichts, ne? Erdbeben macht da mehr. Weil der halt auch so extrem langsam ist. Ja, aber Erdbeben macht 43,8 ungefähr. Ja, lass uns ins Steelix gehen. Ich guck grad noch, was sonst so abgeht. Der ist nicht so geil. Zu viel Schaden. Okay. Was wird das, Steelix? Ja, haben wir. Ja, der. Aber wir hätten Ace Haze drücken können, dann Bleibt wäre der auch. bitte aus. Wir können halt einmal, weil so lange überlegen wir nicht. Wir können halt, wenn wir jetzt megan und Er hat halt recovered, ne? Der kann halt recovern. ja, wenn wir auf plus Death gehen. Das hilft uns aber nichts, nur gegen den Psyshock, wenn er den spielt. Minus Speed. Ja, mir ist es egal, wir sind eh langsamer wahrscheinlich. Ja, aber umso langsamer, umso mehr würde irgendwann der Gyro-Ball machen. Das ist meine Intention. Weißt? Wir können auch gar nicht mehr langsamer werden, ne? Warum nicht? Doch, wir können auf minus Klar. 6 gehen. Minus 6. Dann ist der, macht der Gyro, ist der Gyro auch noch nicht mal einen Two-Shot. Doch, dann ist es ein Two-Shot. Wisst ja nicht, wie der Investor ist. ja, was möchtest du machen? Weil rausgehen ist. Danach drückt der Safe eine Psycho-Attacke, Lass also. uns Curse drücken. Okay. Oh, ich habe nicht Er hat gemegert. Fokus Blast. Sturdy. Oh, gut, dass ich nicht gemegert habe, ne? Ja, ist jetzt egal, jetzt ist er weg. nee, nicht. Also wir megern und machen Erdbeben. Wir sind tot. Er ist schneller. Wir sind nur minus Wenn er Speed. trifft. Er kann jetzt Psy gegenüber Ach so, Psyshock ja. Ja drücken. gut, dann hat sich's erledigt, dann drücke ich. Sieht du So, jetzt mega. haben wir ein heftiges Problem. Das haben wir doch schon immer gehabt. Lass den Arm da, wo er ist, bitte, danke. So, wir haben jetzt aber drei Moves. Hat er eine Elektroattacke? Oder er hat Recover. Psychokinese killt. Ja, doch, der wird irgendwie. Recover mit Überreste. Fokus muss halt treffen, ne? Wir gehen in Coco und drücken erstmal U-Turn. Ich guck grad noch. Es macht zu viel Schaden, Alter. U-Turn. 25%. Ist nicht viel. Was wirfst du da rein, ist die Frage, ne? Sieht ja ehrlich der Play? Kramor schicken wir. Ah, Kram, okay. Aber wir haben das Elektro-Terrain noch gegeben. Also wenn er den Donnerblitz noch dabei hat, dann bumst der Kramor gleich weg. 22 Ja, der ist schon ein Problem. Wir müssen aber Kram. Kramor gehen.
Ja, wir gehen in Kramer. Core meint. Wir machen nichts gegen den. Der sweept uns gleich, mein Freund. Ja. 174. Toxin wäre geil. Ne, der hat Magic Cut. Naja, okay, stimmt, wir haben ja eh kein Toxin. Am Electro-Train sterben wir. Wir könnten Ironhead Flinch oder wir gucken, ob er einen Elektro-Move hat, wobei ich glaube, er hat eher Recover. Ja, lass Ironhead drücken. Ich glaube, es ist schon over. Irgendwie. Darf Ober ich. noch nicht, aber ja, drück Ironhead. Also, ich gehe halt davon aus, dass der halt. Er hat Recover, okay. Okay. Er Hat hat keine der. Elektro-Attacke. Denn was macht der auf plus 6 gegen Corviknight? Wahrscheinlich kommt irgendwann der Drop. Focus Blast ist kein One-Hit. Außer der hat irgendwie Investment. Also, keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Ja, dann können wir doch jetzt eigentlich. Boah, Iron Defense drücken, oder nicht? Glaube ja. Drücken jetzt Iron Defense. Setup-Rotze. Nochmal? 3, ne? Sales. Ja. Nochmal? Machen halt immer noch nichts gegen den, ne? Darf ich nochmal drücken? Ja, drück. Okay, überlegt noch. Jetzt auf plus 6, ja, es ist Game. Ja, ist sauber. Ihr kritet er. Wollen wir angreifen? Er Sky? kann es auch plus 6 geben. Okay. Ja, gut erkannt, dass wir keinen Unlichtmon haben. Ja, genau das war das Problem, warum ich Tita eigentlich dann doch nicht rausschmeißen wollte. Aber egal, im Nachhinein habe ich mich auch dafür entschieden und. Ja, aber du wolltest doch. Also, das war dann eine Aussage, dass du den sowieso raushaben wolltest. Focus Wie Blast. viel Focus Blast hat man? Sind gute 6 Stück hat er noch. Gehen wir Iron Head? Oder Body Press macht jetzt. Ja, aber er kann halt immer Recover drücken. Aber drück Body Press, ja. Okay. 29. Oh, nochmal Mist. Gut. Jetzt können wir nochmal Body Pressen. Also Psychic ist nicht das Problem. Okay. Ja, also. Roost. Nein. Warum denn nicht? Weil, wenn wir jetzt. Na egal. Hätte er gedrückt, hätte er mir Schaden gemacht, meinst du? Ne, wenn er uns das gekillt hätte und wir hätten Body Press gedrückt, hätten wir ihn danach mit U-Turn von Coco killen können. Okay, gut. Entschuldigung, dass ich so früh Jetzt, gedrückt habe. Body ja, Press? jetzt, aber er hat eh Recover gedrückt. Also jetzt können wir wieder Body Pressen, ja. Okay. Müsst bitte nochmal, wäre cool. Ja, drück nochmal, okay. Nochmal Core Mind, ja. Iron Head? Flinch? Ne, das macht ja keinen Schaden. Ja, es macht Drück. 19. Okay, Body Ja, drück Press. Body Press. Cover. Haben wir Er hat doch. halt nur noch 4 Focus Blast, Ja, die ne? muss er Er killt treffen. halt einen Focus Blast, ja. Ja, es wird also. Entweder trifft oder trifft nicht, ne? Wir könnten noch auf Protect mit Dingens gehen. Können wir nochmal einen Focus Blast rauskriegen? Ja. Im Zweifel, ja, aber das Problem ist, dass der müssten wir jetzt switchen. Ne, jetzt greift er ja an. Ne, jetzt greift er, glaube ich, nicht an, weil wir leben. Und zweimal Body Press kriegen Hä, wir ihn auf raus, plus 4 glaube ich. leben wir doch keinen mehr. Ich habe bis plus 6 drin. Wir leben auf Ach plus 6, so. leben wir auch Wie viel alles. Schaden hat er denn bei den ersten gemacht? Focus Blast 65, ja, okay. Okay, ja, Er kann dann. uns nie one-hitten. Body Press? Ja. Außer er crittet. Er Cover. genießt. Ja, okay. Er hat noch 12 davon, also er wird uns mit Body Press irgendwann ausdauern. Aber ja, es ist widerlich. Drück Body Press. 28. Einmal, jetzt wird er angreifen, oder? Also jetzt greift er Jetzt wird er angreifen. Jetzt können wir nicht rausgehen, jetzt müssen wir drin bleiben. Oder wir gehen jetzt in. an. Du hast gesagt. Tut mir leid. Da ist die Jukinese. Drückt Psychic. Ja, dann Die macht Roost. 53. Ja, ist eine höhere Roll gewesen. Also eine High Roll killt uns. Jetzt kann der Focus Was blasten. soll ich Wenn Focus drücken? Blast jetzt kommt, Das ist killt ekelhaft. er uns. Atem.
Ich hab Zeit diesmal. Kommt jetzt Focus Blast. Focus Blast würde uns jetzt killen. Ja, sobald wir den Flugtypen verlieren, killt er uns. Der überlegt doch, dass wir. Aber er killt uns auch, wenn wir nicht roosten. Er killt uns jetzt immer. Mit Focus Blast, wenn er trifft. Right? Lass mal was Riskantes machen. Lass mal einen Toxapex gehen. Weil? Wir eventuell hazen können. Ja, aber du suchst dich Chinese danach. Ja, gehen wir wieder raus. Ach so. Was? Wenn er jetzt Fokus bildet, also er muss 44 EV spielen, damit er schneller ist. Mit Reuniclus. Dann ist er einen Punkt schneller. Wenn er jetzt im Fokus Blast drückt und wir gehen in Toxapex, essen wir den Fokus Blast auf. So, und wenn wir schneller sind, können wir hazen und Dann geht er ist derselbe. wieder auf. Okay, ja, dann machen wir das. Es ist vielleicht eine Chance, wie wir noch gewinnen. Okay. Focus Blast. So, und jetzt müssen wir eigentlich hoffen, dass wir schneller sind. Wenn er Ich hab gedrückt. 44 ja, Er haste. ist schneller. Okay. Gut. Okay. Ja, dann. Er hat noch 13 Psychokinesen. Das ist das gleiche Plus wieder jetzt 6. mit tiefer Wir Loch. müssen. Also er drückt jetzt sowieso Recover. Warum? Wir gehen in Coco, drücken U-Turn, chippen ihn an, dann drückt er so Safe Recover. Okay. Ist es, also wenn wir in dem noch vorbeikommen, Wird's nicht so hoch, meinst du? dann wird ein 6-0 wahrscheinlich. Wir kommen, glaube ich, nicht an dem vorbei. Wir haben halt auch keine Offensive dabei, die ihn jetzt pressured, ne? Wir sind halt so defensiv. Ja, das habe ich ja schon vorher gesagt. Das kann sch durchaus schief gehen. Was willst du haben? Coco. U-Turn einfach ZP. wieder. Ja. Was willst du rein? Wir müssen in Corby gehen. Okay. Können wir roosten, dann leben wir wieder in den Fokus. Nee, der killt uns. Ja. Können wir die Psychics ausstallen? Weiß nicht. Wir werden sehen. Er habt jetzt auf den Spätzle-Drop natürlich, ne? Nee, gehen wir wieder raus. Also, ja, also wir haben verloren. Okay. Wir machen jetzt aber das Beste draus. Wir roosten nochmal. Ja, Ja? ja, ja. Focus Blast, wenn er trifft, dann ist es vorbei. Er trifft. Ist vorbei. Es sind noch zwei davon, ne? Ja gut, der braucht jetzt nur noch Können wir in Psychokinesen. Licky Licky gehen? Ja, braucht nur Upside. Ja. Storm Wie war schreibst aus, du ne? GG? Storm war aus. Nee, du machst das nicht. Ich hasse das. Kannst du nicht einfach warten, die verfickten 4 Runden noch oder so? Misch. Guck mal Wir können noch ausdauern. da. Ja, schön. Protect. Ja, das brauchst du mir nicht sagen. Du hast schon GG geschrieben. Eigentlich spiele ich jetzt nur noch alleine. Hör auf. Naja, du weißt ganz genau, wie ich das sehe. Was hat er gedrückt? Komm mal rein. Naja, klar. Ja, es geht auch ein Keifel. Keifel macht 15 Schaden, ja, nee. Ja, usch. Kid ist Ricky? Ja, oder? Alles. Die Chinese safe, ja. Keifel? Auch, ja. Ja, gut, dann gehen wir an Keifel und machen nochmal Schaden. Eischad, 14. Wieso alles schade? Wir hätten alles gecrashed drücken. Wir sind schneller, hätten wir nochmal flinchen können. Ja, komm, du hast schon GG geschrieben vor 5 Stunden. Hör auf zu zicken. Ja, nee, das ist kein Zicken, das habe ich dir schon mal gesagt, das ist einfach. Ja, und ich sag dir auch häufig Sachen, die ich nicht abkann, und du machst es trotzdem. Also. Okay, dann drücke ich jetzt hin, Power. GG, das war die Season für uns. Also wir haben noch 2 Spieltage. Das wird witzig. Ein 6 zu 0 reinzugehen ist alles andere als was wir uns vorgenommen haben. Von daher, tschüss, bis dann. Du darfst auch noch was sagen.
Ciao.